willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des dritten Ligaspiels der dritten Fußball-Bundesliga. 4.305 Zuschauer sahen heute das 3:2 zwischen Uerdingen und Meppen. Bei mir darf ich die beiden Trainer der Mannschaften begrüßen. Zu meiner Linken Gästetrainer Christian Neidhardt und zu meiner Rechten Kfz-Trainer Stefan Krämer. Herr Neidhardt, möchte ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, zu dem Spiel gibt es eine ganze Menge zu sagen. Wenn man sieht, wie wir hier heute aufgetreten sind und am Ende doch wieder mit leeren Händen dastehen, ist das für uns natürlich erstmal eine riesen Enttäuschung. Chronologisch sicherlich Glück gehabt beim 1-0. Abgefälschter Ball, aber dieses Glück brauchten wir irgendwie auch mal, um unser erstes Tor zu schießen. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit auch nicht viel zugelassen haben. Und gerade in der zweiten Halbzeit, auch nach dem 1-1, wo er frei aus 16 Metern aufs Tor schießen kann, das ist in der Art und Weise dann auch so in der dritten Liga eigentlich nicht möglich. Machen wir schlecht defensiv, kommen dann aber direkt zurück, machen das 2-1 und kriegen dann eigentlich jedes Mal ein Gegentor, wo wir eigentlich vorne sind und können das Tor machen, kriegen eine Kontersituation, kriegen das Gegentor. Ich glaube, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit dreimal frei vom Tor, Torwart frei zum Kopfball kommen, die Möglichkeiten nicht nutzen, die Kontermöglichkeiten, die uns geboten worden sind in der zweiten Halbzeit, spielen wir im letzten Drittel auch nicht gut aus, muss man auch deutlich sagen. Und am Ende des Tages hat mir Max Wegner gerade gesagt, ein klarer Elfmeter für uns, den er nicht gepfiffen hat, hat Uerdingen sicherlich Glück gehabt. Von den Spielanteilen hat sicherlich Uerdingen mehr gehabt heute. Aber von den klaren Möglichkeiten, denke ich, darfst du dieses Spiel hier bei weitem nicht verlieren. Und so versuche ich die Erklärung jetzt zum dritten Mal, nach den ersten beiden Spielen schon, dürfen wir nicht als Verlierer vom Platz gehen. Aber so ist es am Ende des Tages. Zählen nur die Punkte. Wir haben aus den ersten drei Spielen leider nur einen Punkt geholt. Und das ist, wenn man diese Spiele sieht, einfach zu wenig. Und vor allen Dingen, wenn man heute auch die Verhältnismäßigkeit sieht, SV Meppen und KFC Uerdingen, dann glaube ich, hat meine Mannschaft hier einen riesen Auftritt abgeliefert. Aber am Ende, leider, stehen wir mit leeren Händen da. Und von daher bleibt uns nichts anderes übrig, als Stefan und seiner Mannschaft zu gratulieren, was mir allerdings sehr schwer fällt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr, dann für Ihren Kommentar zum Spiel. Stefan Krämer, darf ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten? Ja, von mir auch. Schönen guten Abend. Erste Halbzeit waren wir von der ersten Minute weg nicht gut im Spiel, war alles sehr langsam, sehr behäbig, sehr fahrig. Ich glaube, dass ich den Fehler gemacht habe, in der Anfangsformation, also im Nachhinein, zu viele Spieler drauf zu haben, die auch in Würzburg schon wirklich ein sehr, sehr intensives Spiel hinter sich hatten. Und ich wollte eigentlich die Mannschaft im Großen und Ganzen zusammenlassen, um Stabilität reinzubringen. Im Nachhinein denke ich mir, dass ich 3-4 Spieler in das Spiel reingejagt habe, ohne Not, weil wir einen sehr breiten Kader haben, die vielleicht auch heute nicht viel besseres Spiel hätten machen können. Und von daher geht die schlechte erste Halbzeit auf meine Kappe. Das hat mit den Jungs nichts zu tun. Das sind alles gute Kicker, die heute einen schlechten Tag hatten. Teilweise, ich hätte es aber auch nicht aufstellen dürfen, vielleicht. In der zweiten Halbzeit, als wir dann frische Spieler drauf hatten, wurde es deutlich besser. Es war viel mehr Tempo im Spiel. Natürlich mussten wir Risiko gehen, das ist klar. Natürlich hätten wir einen Konter fressen können und das Spiel verlieren können, überhaupt keine Frage. Aber am Ende des Tages bleibt dir nichts anderes übrig, als volle Kanne, Visier hoch und alles zu probieren. Ein bisschen Wild-West-Fußball auch teilweise, ging hin und her. Und was ich der Mannschaft sehr, sehr zugute halte, ist, dass er wirklich bis zum Schluss alles reingeschmissen hat in das Spiel, um es noch zu drehen. Beziehungsweise nachdem wir das 2-2 gemacht haben, dann auch noch weiter aufs 3-2 zu spielen. Logisch hatten wir das Quäntchen Glück in der einen oder anderen Kontersituation, bleibe ich bei, da hätten wir das Spiel auch verlieren können, wenn wir da in den Konter reinlaufen und Meppen das gut ausspielt. Letztlich hatten wir da heute das Matchglück, das du in der dritten Liga auch brauchst, wenn du Dreier holen willst. Ich bin heilfroh. Meppen hätte auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Wahrscheinlich hätten sie, wenn sie ihre Konter besser ausspielen, das Spiel sogar gewonnen. Aber so ist es halt manchmal im Fußball. Wir haben auch schon sehr, sehr gute Spiele verloren. Und jetzt bin ich mal froh, dass wir nicht so gute Spiele gewonnen haben. Das musst du in der dritten Liga machen. Jeder Dreier ist Gold wert. Und jetzt haben wir innerhalb von 4 Tagen 6 Punkte geholt. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Wobei man nicht die Augen davor verschließen darf, dass auch viele Sachen gerade in der ersten Halbzeit nicht gut gelaufen sind.
Und das müssen wir jetzt sauber analysieren, bevor wir nach München fahren, sonst ja, dann kann das Ding ganz schnell auch mal hinten losgehen. Dankeschön. Vielen Dank an Stefan Klemmer für Ihren Kommentar zum Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Heimweg. Alles Gute für die restliche Saison. Ihnen auch eine schöne Restwoche. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt ihr und euer KFC Uerdingen. Vielen Dank.